All pilots report to the flight deck immediately. This is not a drill. Repeat, all pilots report to the flight deck. We have company, Alpha One. Taking fire here. Das aus dem Internet downloadbare 115 MB große Secret Ops aus der Wing Commander Reihe sorgte bei nicht allzu wenig Leuten für hohe Telefonrechnungen. Das kleine rote Quadrat zeigt den Vorhalt für ihre Strahlenkanonen an. Hier helfen wir gerade unserem Kollegen aus der Patsche. Not too popular with the bugs right now. Fire that bastard, Casey! This is Zero, I am under fire! Die Explosionen haben die schönen Ringe, die auch über ein halbes Jahr nach der Erstveröffentlichung von Wing Commander Prophecy immer noch klasse aussehen. In dieser Mission müssen wir eine Raumstation vor einem außerirdischen Schlachtkreuzer beschützen. Im Hintergrund sehen Sie ihr eigenes Schiff, die TCS Cerberus. Mit ein paar Schüssen und Raketen zerstören wir hier die Aufbauten des Aliens. Die Cerberus ist mit Geschütztürmen übersät und hat eine besonders fette Kanone unter dem Bauch. Cerberus turrets reporting a kill. You shall pay for this, human. Launching fighters. We're under attack, Lieutenant. Look at all these goddamned aliens. Auch wenn wir hier englische Dialoge hören, es gibt eine deutsche Version, die Sie ebenfalls herunterladen können. Noch in diesem Jahre werden die Secret Ops zusammen mit Wing Commander Prophecy als Gold-Editionen auch auf CD-ROM erscheinen. Das Starter-Pack mit den ersten vier Missionen befindet sich übrigens auf der Beilag-CD der PC-Player.